Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute spielen wir Peace Death. Und das Gute ist, das Spiel gibt es auf Deutsch, was verdammt geil ist. Aber na gut, lass uns mal hier reingehen und weitermachen. Wir haben 121 Punkte. Das Spiel ist einmal abgestürzt. Ich weiß, ich habe zwei Spielstände, die genau gleich weit sind. Vielleicht gucke ich aber mal Hauptmenü. Ja, mal gucken, welcher ist besser? Der in der Mitte oder der rechte? Da habe ich mehr Punkte. Okay, sehr gut. Auf jeden Fall gibt es das Spiel jetzt auf Deutsch, was sehr geil ist. Das ist wirklich der absolute Hammer. Deswegen, ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier hin. Und wir haben hier quasi diese Punkte. Und mit denen können wir uns quasi Vorteile verschaffen. Und wer das Spiel nicht kennt, ich habe schon mal dazu eine Folge gemacht, wo man entscheiden muss, ob der Mensch quasi in die Hölle kommt oder in den Himmel. Und das muss man halt so schnell machen wie möglich. Aber ihr werdet schon sehen, um was es geht. Also, was gibt's hier? 60 Sekunden mehr Zeit im nächsten Level. Klingt gut, kaufe ich auf jeden Fall. Machst du während einer Katastrophe einen Fehler, wird er dir verziehen. Auch sehr gut, also kaufe ich. Und wir sind mit den ersten 7 Tagen fertig und gehen jetzt in Woche 2 in 8 hin. Also lass uns einfach mal spielen. Deine erste Woche ist vorbei und als Preis öffnen wir das Fegefeuer. Genau genommen war es wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Sagen wir, es ist ein Zufall. Unser Fegefeuer ist für Sünder, welche verstanden haben, dass sie im Leben Fehler begangen haben. Ab heute schickst du diese Kunden, sofern sich das Blut auf dem Boden wegwaschen lässt und keine anderen gravierenden Sünden vorliegt, ins Fegefeuer. Wo ist das Fegefeuer? Ich weiß ja nicht, wo das Fegefeuer ist. Ich hab noch was vergessen, hast du bemerkt, dass du manchmal mehr Schädel bekommst. Das liegt an, deiner Intuition. Wenn du einen Kunden, ohne ihm herumzufummeln, an den richtigen Ort schickst, einen zusätzlichen Schädel. Oh, cool. Aber wie kann ich nach... der sieht gut aus, ne? Genau. Da drücken wir zum Beispiel D, weil er gut aussieht. Der hat zum Beispiel... S. Ach so, verstehe. Da unten müssen wir ihn hinschicken, verstehe. Du kommst nach links. Okay, das erklärt einiges. Hast du... Ne, okay. Du kommst nach unten. Verstehe. Die kommen dann nach unten, weil sie ihre Fehler eingesehen haben. Die kommen auch nicht in die Hölle. Das macht das Spiel auf jeden Fall schwerer. Der kommt auch nach unten. Okay, du kommst nach rechts. Du siehst vollkommen in Ordnung aus. Du hast Blut am Bauch. Das ist zu viel. Blut am Bauch darf man nicht haben. Hast du... Nee, du hast... Okay, du kommst auch nach unten. Fehler. Was ist mein Fehler? Du hast Hörner. Okay, du kommst nach links. Meine Güte, jetzt wird es aber richtig schwer, Leute. Jetzt wird es richtig schwer, kann man nicht anders sagen. Du kommst nach rechts, du bist, mit dir ist alles gut. Hast du Hörner? Nein, hast du nicht. Du kommst nach unten. Hervorragend. Blut am Boden. So, du kommst auch nach unten, Einstein. Du kommst nach links, weil du hast Blut am Bauch, das ist zu viel. Genauso wie die. Bei den Roten weiß man sofort, hey, die kommen sofort nach links. Nein! Ich habe mich verklickt. Oh, Katastrophe. Oh nein, ich hab einen Fehler gemacht, oder? Oh Gott, wie sieht es mit dir aus? Okay, du kommst nach unten, alles gut. Komm schon, du kommst nach rechts. Meine Güte, jetzt wird es aber schwer. Nach unten kommst du, hundertprozentig. Du hast ein Messer. Deswegen, du hast ein Schwert. Du kommst auf jeden Fall nach da, du kommst nach unten. Okay, nice. Du kommst ebenfalls nach unten. Oh, Wächter pausiert. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Oh mein Gott, das war so schwer. Niederlage. Ist das dein Ernst? Alter, schwer. Das war ja ultimativ schwer. Ah, wir können aber auch zum Beispiel sagen, 60 Sekunden weniger Zeit im nächsten Level für 24. Dann bekommen wir quasi 24. Und da, hier können wir was kaufen. Jeder Kunde hat ein Merkmal weniger. Boah, das ist ja mal geiler. Ein Merkmal weniger, Leute. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben nur ein C bekommen. Wollen wir es nochmal machen, Leute? Na, bei C ist eigentlich gut genug. Machen wir es trotzdem nochmal. Bei ein Merkmal weniger. Das ist verdammt geil, Leute. Deswegen, ich will es auf jeden Fall machen. Okay, lass mal sehen. Du hast ein Schwert. Du kommst nach da. Gut gemacht. Okay. Wir versuchen jetzt mal eine richtig gute Zeit zu bekommen. Du kommst nach unten. Nein, Fehler. Was? Blut am Boden. Ja, ist mir klar, aber das ist doch okay. Ist doch okay, wenn er Blut am Boden hat oder nicht. Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Okay, anscheinend gibt es das nicht mehr da unten. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht. Du kommst... Nein, meine Güte, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Exzellent, Blut am Boden. Ja, siehst du, exzellent. Müsste normalerweise gehen. Oh Gott, ich bin da durcheinander. Fehler. Wächter, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Wirklich nicht. Wieso? Okay, ich habe irgendwas... Ich habe mich irgendwie verlesen, Leute. Ich weiß nicht. Aber ich mache gerade so viele Fehler. Man muss natürlich alles sofort verstehen. Wenn man es nicht versteht, dann hat man ein ganz großes Problem, Leute. Wenn man es nicht versteht. Aber ein Merkmal weniger müsste normalerweise so einfach sein. Du kommst da unten, ne? Verdammt, ja. Okay, du hast eine Waffe. Umwerfend. Okay, sehr gut. Katastrophe. Ist nichts Schlimmes, Katastrophe, oder? Ich weiß nicht genau, ob Katastrophe gut oder schlecht ist. Muss ja schlecht sein, irgendwie. So, du kommst nach da. Du kommst nach da. Du kommst ebenfalls nach da. Du bist ein Fehler. Blut am Boden, Wächter pausiert. Ich verstehe es nicht, weil alle haben normalerweise Blut am Boden. Ich verstehe nicht. Note D. Oh mein Gott, ich glaube, ich mache es nochmal ganz kurz und sag euch dann, was ich falsch gemacht habe. Also das Blut auf dem Boden muss sich wegwaschen lassen. Also quasi, woher soll ich wissen, ob es sich wegwaschen lassen muss? So sieht's aus. Okay, ich merke mir einfach mal, wie es aussieht. Blinkt das dann auch oder wie? Ich weiß es gar nicht, Leute. Wir werden es ja sehen. Na gut, du kommst auf jeden Fall nach da. Dann wollen wir es nochmal machen. Okay, lässt sich das wegwaschen? Ich sage nein. Aufzug langsam. Das lässt sich auch nicht wegwaschen, oder? Anscheinend schon. Es lässt sich wegwaschen.
Gut gemacht steht da. Oh mein Gott, ich check grad gar nichts. Wann lässt es sich denn nicht wegwaschen? Das ist meine Frage, die ich habe, ehrlich gesagt. Oh, Superman. Superman hat natürlich sehr Gutes getan für die Welt. Deswegen den da hinzuschicken wäre eine Tragödie. Der hat einen Zahn weniger, das war Mike Tyson, lol. Das lässt sich wegwaschen, ne? Ja. Ich seh's. Lässt sich das wegwaschen oder nicht? Perfekt steht auf jeden Fall. Ich habe ihn einfach mal nach unten geschickt. Lässt sich das wegwaschen oder nicht? Präzise. Schon wieder Katastrophe. Keine Ahnung, woran das liegt. Das lässt sich wegwaschen. Fehler. Oh nein. Ja, okay. Oh, es ist super schwer, Leute. Es ist super schwer zu sagen, wirklich. Fehler, Hörner. Oh nein, ich habe seine Hörner gar nicht gesehen. Du hast Hörner auf jeden Fall. Meine Güte, ich verstehe das gar nicht. Ich darf nicht so viele Fehler machen. Es ist so hardcore schwer mittlerweile. Nein! Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich kann es nicht abziehen. Oh nein, du kommst nach da. Okay, meinetwegen. Du kommst nach da. Ich mache zu viele Fehler gerade. Das lässt sich wegwaschen. Fehler! Fehler! Okay, dann langsam. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich verstehe nicht, was ich falsch mache, Leute. Checkt ihr das? Super merkwürdig. Du hast Blut am Boden, aber ja, theoretisch musst du nach unten. Es ist okay. Du hast Blut am Boden, aber es lässt sich wegwaschen. Nur wann lässt es sich nicht wegwaschen? Das ist meine Frage. Netz. Oh Gott, das wird so schwer. Nein! Okay, ich habe schon wieder versagt. Ich hasse das. Eine Person noch. Ich hasse das Spiel gerade so sehr. Gehen wir einfach in die nächste Welt. Ich verstehe es nicht. Vielleicht werde ich es später verstehen. Aber gerade verstehe ich gar nichts. 60 Sekunden Zeit für ein paar Punkte. Okay, machen wir. Na gut, gehen wir mal hier rein. Und gucken mal, wie es hier aussehen wird. Wir machen alles, um den Kreaturen im Jenseits zu helfen. Und diese Leute glauben, dass Blut nur durch Blut abgewaschen werden kann. Aber wir geben ihnen eine Chance. Wenn du das Blut vom Kunden abwaschen kannst, schicke ihn ins Fegefeuer. Okay, wann kann ich es abwaschen? Das ist meine Frage, okay? Deswegen verstehe ich es ja nicht, weil irgendwie kann ich es manchmal nicht so richtig abwaschen. Dann mach los. Ich werde es noch erfahren, glaube ich. Ah, oh mein Gott. Oh, ich muss draufklicken. Ah. Oh mein Gott. Ich verstehe. Ah, es tut mir so leid, Leute, aber woher soll ich das denn wissen? Fehler, Blut auf dem Körper. Ja, natürlich, aber ich konnte es auch wegwaschen. Was ist dein Problem? Hallo, Sensenmann, hier spricht dein Chef. Du bist schlau und gut genug ausgebildet, um einem Anfänger telefonisch auszuhelfen. Es ist deine Pflicht und steht nicht zur Debatte. Du wirst schon alles irgendwie austüffeln. Lass mich nicht im Stich. Bis dann. Was willst du von mir? Oh Gott. Hallo, ich bin's, dein Auszubildender. Mir wurde gesagt, wenn ich Zweifel habe, soll ich mich bei dir melden. Genau jetzt habe ich Zweifel. Hier ist die Beschreibung. Blutpfütze auf dem Boden runzelt. Die Stirn zwickt sich selbst. Ich denke, ich sollte ihn ins Fegefeuer schicken. Wo genau? Blutpfütze auf dem Boden. Runzelt die Stirn. Zwickt sich selbst. Ja, schick ihn dahin. Fehler. Oh mein Gott, ist klar. Ist klar, wirklich. Fehler, Blut auf dem Boden. Ach so, ich muss ihn dann nach unten schicken. Okay. Ich verstehe jetzt, okay? Es ist verdammt kompliziert. Also, selbst wenn man das Blut abwischt, muss man ihn anscheinend nach unten schicken. Ich glaube, so funktioniert das. Sorry, Leute, ich habe es lange nicht mehr gespielt und ich bin komplett durcheinander. Ich will das Level nochmal machen, weil ich bin komplett unzufrieden, okay? Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß auf jeden Fall, wie es geht, okay? Man kann es wegwischen. Nein, das geht nicht. Tut mir leid, du musst nach da. Also, wenn es sich nicht wegwischen lässt, dann haben wir halt ein Problem. Du hast eine Waffe. Ich glaube, ich verstehe aber langsam. Ah. Man muss natürlich auch klicken. Habe ich nicht gewusst, Leute. Wirklich nicht. Habe ich einfach nicht gewusst, dass man auch klicken kann. Du kannst auch da. Aber ich verstehe es jetzt komplett. Meine Güte, das lange dauert. Das tut mir auch immer so leid, aber... Oh Gott, jetzt muss ich ihm wieder helfen. Hier ist die Beschreibung. Winkt mir zu, jammert, spielt Pokémon Go. Soll er in den Himmel... Oh mein Gott, ist das geil, Leute. Das ist extrem geil. Ich sage ja. Er soll in den Himmel, meinetwegen. Ich meine, Pokémon Go, was kann der falsch machen? Oder? Hallo Kumpel, dieser Kunde ist knifflig. Hier ist die Beschreibung. Trägt die Unterhosen auf dem Kopf, fragt nach einer Zigarette, möchte eine Umarmung, soll ich ihn in die Hölle schicken? Ja. Oh, Fehler war das. Okay, tut mir leid. Es war ein Fehler, okay? Es tut mir leid. Ich sollte ihn nicht in die Hölle schicken. Na gut, ihr kommt auf jeden Fall dahin. Okay, langsam habe ich den Dreh raus, Leute. Langsam habe ich den Dreh raus. So, wegwischen. Okay, alles gut. Nach unten kommst du. Du kommst nach rechts. Was? Langsam? Wieso langsam? Habe ich Blut weggewischt? Ich glaube, ich habe bei dem Blut weggewischt und habe es nicht mal gemerkt. So, du kommst da unten natürlich. Du hast irgendwie gar nichts, ne? Du bist gut. Keine Sorge, mit dir ist alles gut. Lass dich wegwischen, du kommst da unten. Lass dich, okay. Du kommst da, Fehler, Blut auf dem Körper, scheiße. Das war nicht gut. Du musst auf jeden Fall nach links, ist klar. Nach links auf jeden Fall. Nach links auf jeden Fall. Nach links auf jeden Fall. Ist klar, du kommst nach rechts, du siehst so lieb aus. Wirklich, du bist ein Gott. Du bist eine Gottfigur. Mit dir ist alles okay, du kommst nach rechts. Blut lässt sich wegwischen. Nein!
Aufzug abgestürzt. Ich krieg diese Level nicht mehr hin. Ich krieg diese Level einfach nicht mehr hin. Meine Güte, ist das schwer. Wirklich, es ist so hardcore, Leute. Wirklich. Wenn du einen Fehler machst, wird er dir vergeben, aber nur dein erster Fehler. Okay. Die nächsten 30 Sekunden mehr Zeit im nächsten Level. Okay, machen wir auch. Kaufen wir einfach, weil ich brauche es, okay? Ich brauche eine bessere Note dort. Es ist aber so schwer geworden. Meine Güte, aber ich weiß, wie es geht. Okay, weitermachen wir. So, das lässt sich wegwischen nach unten. Okay. Bisschen Übung, okay? Ich habe länger nicht mehr gespielt. Jetzt braucht der wieder... Oh mein Gott. Hat mir einen Stift gegeben, hat das Interesse verloren, jammert. Ich denke, er soll in den Himmel. Ja, schick in den Himmel, meinetwegen. Du hast eine Waffe, das müssen wir gar nicht testen. Du hast Hörner, müssen wir auch gar nicht testen. Lässt sich wegwaschen, du kommst nach unten. Du kommst nach da. Okay, dieses Mal wird's klappen, Leute. Lässt sich wegwaschen nach unten. Du kommst nach da, ja. Ah, ah. Oh Gott, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, Leute. Du kommst in den Himmel, definitiv. Lässt sich wegwaschen, du kommst da unten. Ich bin schon so überfordert. Du siehst reich aus, aber siehst nach einem guten Reichen aus. Kann man nicht anders sagen. Oh, du kommst nach links, sorry. Sorry, tut mir leid, du musst nach links. Hier ist die Beschreibung. Kratzt sich an die Nase, hat verbrannte Haut, möchte einen Kaffee. Soll ich ihn in die Hölle schicken? Verbrannte Haut, ja. Fehler. Ach Gott, ich kann es nicht glauben, ich bin sprachlos. Nein! Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin so ein Trottel, wirklich. Was hast du jetzt? Hier ist die Beschreibung. Schuhe sind blutschmierig. Runzelt die Stirn. Hat seinen Personalausweis gezeigt. Orientierungslos. Soll ich in die Hölle schicken? Nein. Oh mein Gott. Ich mache nur Fehler. Ich mache nur Fehler, Leute. Ich bin so sprachlos. Ich bin so sprachlos, wie ich nur Fehler machen kann. Oh mein Gott. Noch ein paar mehr. Komm schon. Ich darf jetzt keine Fehler mehr erlauben. Keine Fehler mehr erlauben, Leute. Du kommst da unten. Keine Fehler mehr. Habe ich noch genug Zeit? Das ist meine Frage. Du kommst nach rechts. Blut geht weg. Keine Hörner nach unten. Komm schon. Mach keine Fehler mehr. Ich habe so Angst. Das ist schwer. Hier ist die Beschreibung. Sinkt Kalinka. Blutpfütze auf dem Boden. Orientierungslos. Soll ich ihn ins Fegefeuer schicken? Ja. Fehler. Es war ein Fehler. Na, prima. Das kann nicht wahr sein. Okay, zum Glück haben wir noch nicht verloren. Jetzt dürfen wir keine Fehler machen. So, du kommst da unten. Alles gut, du kommst nach rechts, du kommst nach links, kann man wegwischen, du kommst da unten ins Fegefeuer und mit dir steht auch alles. Oh, geschafft, endlich. Meine Güte, war das hardcore schwer, Leute. Langsam wird das Spiel richtig schwer. Oh mein Gott, ehrlich gesagt, langsam wird es richtig schwer. Was hältst du von diesem wirklich männlichen Angebot? Nein, ich will es nochmal durch... Nee. Soll ich nochmal durchlesen? Ich mag Kämpfe. Diese drei hier sind so weit weg vom wirklichen Sinn des Lebens, Sensenmann. Aber du arbeitest zwar nicht für mich, aber ich würde dir empfehlen, den nächsten Werktag für mich zu arbeiten, damit du diese Schönheit meiner Welt... Ja, ich mache einfach mal ja. Ja, okay. Blitz und Donner, los geht's. Keine Ahnung, was ich genau gemacht habe. Ja, wahrscheinlich war es ein Fehler, dass ich mir nicht komplett durchgelesen habe, aber wir werden es ja sehen. Wenn du einen Fehler machst, wird er dir vergeben. Das ist gut. Merkwürdige Aufrufe sind aktiviert. Anrufe. Nein, das mag ich gar nicht. Ich hasse diese Anrufe, wirklich. Na gut, das haben wir geschafft. Gehen wir mal hier rein. Waffen sind nicht immer gefährlich, Sensenmann. Manchmal ist es nicht so, wie es auf den ersten Blick aussieht. So, ab jetzt solltest du den Kunden, welche diese Waffe ablehnen können, ins Fegefeuer schicken. Mach weiter, Sensenmann. Okay, jetzt müssen wir sogar die Waffen testen. Oh mein Gott. Es wird schwer. Was hast du hier? Was hast du hier? Hier ist eine Beschreibung. Fragt nach einer Zigarette. Spielt Pokémon Go. Soll er ins Fegefeuer geschickt werden? Ja, Fehler war das. Okay. Das ist sowieso meistens Zufall mit den Anrufen, glaube ich. So, alles lässt sich nicht wegwischen. Gut, du kommst nach da. Du kommst nach da. Waffe geht weg. Du kommst nach unten. Fegefeuer. Legendär. Okay, gut. Gut, gut, gut. Du kommst nach unten. Oh, das war ein... Oh, er hat eine Waffe, oder? Ich glaube, ja. In dieser Welt gibt es zwei Arten von Leuten. Diejenigen, die zur Hölle gehen und diejenigen, welche eine dorthin schicken. Du schickst die anderen Mist. Okay, interessant. Was genau? Was ist dein Problem, Alter? Was ist dein Problem? Ich habe keine Ahnung, wieso er mich so dumm angerufen hat. Aber na gut, du nimmst deine Waffe nicht weg, also kann ich dich auch nicht hinschicken. Okay, was hast du hier für eine Beschreibung? Scheint sehr aufgedreht, beschwert sich über die Kälte. Kleine Hörner, ich denke, ich sollte ihn ins Fegefeuer schicken. Nein, kleine Hörner, nein. Du kommst nicht ins Fegefeuer, du kannst nicht ins Fegefeuer kommen. Die Waffe legt er ab, er hat noch eine Waffe hinten, also muss er... der Bogen chillt nicht. Der Bogen zählt nicht als Waffe, Leute. Sehr interessant. Okay, die Hörner gehen halt nicht weg, okay? Die Waffe geht weg, aber... Okay, du kommst ins Fegefeuer. Dieser Typ mit den Anrufen nervt so. Wir sind Hoffnung, wir sind Ehre, wir sind mutig, wir sind gerecht, wir sind mitfühlend, wir sind entschlossen. Wir sind harmonisch, wir sind geistig verwirrt. Ja, das bist du wirklich, so wie du aussiehst, ehrlich gesagt. Aber na gut, ich akzeptiere es, okay? Okay, noch... Oh mein Gott, hör auf zu nerven. Irgendwo ist es sicherlich Mittag und irgendwo wird es auch Abend sein und gewiss auch Nacht. Die Erde ist rund und es gibt verschiedene Tageszeiten. Was willst du von mir, du Loser? Alter, der Typ nervt so intensiv, ne? Er nimmt seine Waffe weg.
Okay, du bist gut. Du kannst auf jeden Fall dahin. Du kannst ebenfalls dahin. Waffe legst du ab. Sehr gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung, wirklich. Du bist ein Teufel. Du legst alles ab. Du gehst nach da. Du bist ein Teufel. Fehler. Waffe legst du nicht weg. Okay, du musst nach da. Du bist alles okay mit dir. Du kommst nach links. Waffe legst du ab. Du kommst nach unten. Sehr gute Entscheidung, dass du die Waffe ablegst, Buddy. Du legst alles ab. Du musst nach unten, natürlich. Du bist ein guter Mensch in Wirklichkeit. Also man muss natürlich verzeihen können. Nochmal, ich habe ein paar Probleme. Hier sind die Beschreibungen. Schau mich an. Was? Schaut mich an. Hat seinen Personalausweis gezeigt. Hat verbrannte Haut. Schuhe sind blutverschmiert. Soll ich ihn in die Hölle schicken? Ja. Okay, gute Entscheidung. Meine Güte. War das heftig. So. Oh Gott, der Typ nervt so. Schuhe sind blutverschmiert, hat einen Witz erzählt, orientierungslos, soll in den Himmel. Ja, und das war ein Fehler, na prima. Okay, nur weil er einen Witz erzählt hat, heißt es ja nicht gleich, ne? Du kommst in die Hölle. Arbeit beendet. Wir haben es geschafft, Leute. Alter, war das schwer. B haben wir bekommen. Oh, Senior Lehrling, Beförderung, Detektiv. Cool. Na gut, Leute, ich würde sagen, ich werde die Folge heute erstmal stehen lassen. Lass mich wissen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Lass einfach einen Daumen nach oben da. Falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.